Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde. Was sagt die Bibel wirklich über unsere Zukunft? Heute mit dem Thema Das Ende der Welt überleben in der letzten Krise bleibt dann und erlebe, was die Bibel über das Ende der Welt sagt. Chile San Jose nach Gold und Kupfer schürfen sie. Das ist ihr Job in ungefähr 700 Metern Tiefe. Aber an diesem Tag, es ist der 5. August 2010, passiert das große Unglück. Ein Stollen stürzt mit Urgewalt ein. Für 33 Bergarbeiter ist jeder Ausweg versperrt. Für diese Männer ist es das Ende der Welt. Wie können sie diese große Krise überleben? Die ganze Menschheit richtet sich an diesen einen Ort. Immer wieder versuchen irgendwie die Rettungsmannschaften zu den Vermissten Kontakt herzustellen. Trotz modernster Geräte gelang es ihnen zuerst nicht. Denn da stellt sich ein schätzungsweise 700.000 Tonnen schwerer Felsbrocken in den Weg. 17 Tage später, es ist der 22. August, der Hoffnungsstrahl, Rettungskräfte können mit einem kleinen Spezialbohrer einen Schacht dort unten zu den Verschütteten herstellen. Da kommen sie in Kontakt. Auf einem Papierstück, das durch den 8 cm schmalen Bohrschacht nach oben gezogen wird, schreibt Mario Gomez, einer der Verschütteten, diese Worte auf: Gottes groß, und mit seiner Hilfe werden wir es schaffen, aus dieser Mine wieder lebend herauszukommen, auch wenn wir Monate darauf warten müssen. Und es sieht ganz danach aus, dass eine, eine lange, schwere Zeit auf sie wartet. Da unten sind sie bei 36 Grad Hitze. Auch die wenigen Vorräte an Milch und Thunfisch sind bald aufgebraucht. Aber bald geht es Schlag auf Schlag. Telefonkontakt kommt zustande. Wasser und Nahrungsmittel gelangen nach unten. Und die ersten Videoaufnahmen zeigen uns diese verschwitzten, bärtigen Gesichter. Es finden insgesamt drei Bohrungen statt. Eine Rettungsschacht soll entstehen. Die Spannung steigt mit jedem Tag. Die Verschütteten wissen, bald geht es zurück aus der Dunkelheit ins Licht. Sie haben 69 Tage dort unten ausgeharrt. In der Nacht vom 12. bis 13. Oktober taucht die Rettungskapsel Phoenix herunter. Ein Elitesoldat wird mit der Kapsel heruntergehen. Er wird warten, bis einer nach dem anderen dort wieder zurück ans Tageslicht kommt. 16 Minuten dauert dieser Aufstieg von der Dunkelheit ans Licht. Der Elite-Soldat wird erst dann wieder zurückkehren, wenn alle es geschafft haben. Kurz nach Mitternacht bewegende Szenen, Freudentränen und Jubel. Jeder befreite Kumpel reagiert anders. Einer umarmt seine Frau und übergibt dem überraschenden Präsidenten Gesteinsstücke aus der Tiefe. Dann folgt sein Bekenntnis. Ich war bei Gott. Ich war bei dem Teufel. Beide kämpften um mich, aber Gott hat gewonnen. Aber kaum einer erreicht an diesem Tag die Herzen so sehr wie Mario Gomez. Die Zeitung Die Welt berichtet: Mario Gomez sinkt auf die Knie. Er betet, er dankt Gott. Es sind Sekunden voller Demut, Dankbarkeit und Ehrfurcht. Viele Kumpel danken Gott und tragen auf ihren T-Shirts diese Aufschrift: Gracias, Señor. Thank you, Lord. Danke, Herr. In ganz Chile läuten die Kirchenglocken. Immer wieder erklingt die Nationalhymne und die ganze Welt hört, und sieht staunend zu ein happy end ein modernes wunder von der dunkelheit zurück ans licht wir menschen haben diese tiefe sehnsucht nach einem happy end ganz tief da drinne in uns wir alle möchten so ein wunder so ein glückliches ende und wir tun alles dass wir so ein happy end erreichen wie ist das wenn wir heute fernsehen schauen wenn wir irgendeine netflix-serie uns betrachten, wie ist es da mit dem Happy End? Warst du schon einmal emotional mitgenommen? Sind da vielleicht auch ein paar Tränen bei dir geflossen bei so einem Happy End? Frank Schneider, ein Medienpsychologe, sagt, dass das Happy End mit uns folgendes macht. Menschen beobachten die Charaktere eines Films und da sehen sie diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Sie identifizieren sich natürlich meistens mit der guten Seite der Macht. Und dann am Ende, wenn der Spannungsbogen vorbei ist, wenn die gute Macht gewinnt, da. Ist dieses Happy End und wir freuen uns mit den guten Charakteren, da ist in uns dieses Gefühl voller Glück und Freude. Endlich, am Ende, wird die Bombe entschärft, die Verliebten werden ein Paar und sie leben bis an ihr Lebensende glücklich zusammen. Auch in unserem Leben wollen wir alle ein Happy End haben, oder? Wo suchst du nach einem Happy End? Ist es vielleicht deine Arbeit? Vor einiger Zeit bist du arbeitslos geworden, doch du steckst in finanziellen Schwierigkeiten. Du sagst dir, ach, wenn ich nur einen guten Job hätte, dann hätte ich wieder mehr Geld zum Leben, meine Familie wäre glücklich. Das wäre mein Happy End. Oder leidest du unter einer schlimmen Krankheit? Du bist niedergeschlagen und antriebslos. Du würdest dir nichts sehnlicher wünschen, als diesen Krebs zu besiegen. Was würdest du dafür geben? Suchst du einen Partner, den Traummann oder die Traumfrau und du meinst endlich, wenn ich diese eine Person gefunden habe, dann bin ich glücklich. Vielleicht findest du eine Arbeit, vielleicht hast du wieder genug Geld zum Leben, vielleicht verschwindet diese eine Krankheit aus deinem Leben, vielleicht kommt der Traumpartner in dein Leben, vielleicht kommt dein persönliches Happy End und dann, irgendwann kommen alle guten Dinge zu einem Ende. Irgendwann wird dein Geld dir ja nichts mehr bringen. Irgendwann wirst du älter. Irgendwann kommen neue Krankheiten. Irgendwann musst du Abschied nehmen von deinem Leben hier auf der Erde. Irgendwann ist es aus und vorbei. Jedes Happy End ist endlich und zeitlich begrenzt. Warum? Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen auf diese Welt. Das war Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Wir alle sind von unserem Gott im Himmel, dem Schöpfer, getrennt. Wir alle sündigen, deswegen müssen wir alle sterben. Doch ganz ehrlich, wir wünschen uns doch alle ein happy end, oder? Ein glückliches Ende, ein ewiges Leben. Wir wollen nicht krank werden, wir wollen nicht sterben. Und in der Geschichte der Menschheit, in allen Kulturen haben wir diesen Wunsch nach. Ewigkeit, nach einem happy end. Woher kommt das? Warum möchte der Mensch ewig leben? Das Wort Gottes sagt hier, Gott selber hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Dieses Verlangen nach einer besseren Welt, nach einem ewigen Leben, diese Sehnsucht nach ewiger Erfüllung und Frieden, das kommt von Gott persönlich. Denken wir zurück an das Minunglück in Chile. Ein Gleichnis, das jeder versteht. Durch die Sünde ist der Mensch in der Dunkelheit gefangen ausnahmslos, abgeschnitten und ohne jede Hoffnung. Gott und dem Himmel so unendlich, unendlich fern. Aber eines Tages, da hat Gott seine Elite, seinen Sohn, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hier auf die Erde geschickt. Jesus kam, lebte unter uns und Jesus wartet, dass wir in diese Rettungskapsel einsteigen, dass wir wieder zurück ans Tageslicht kommen in eine Welt voller Frieden und Glück. Das Ende der Welt beschäftigt heute viele Menschen. Sie fragen sich, was bringt die Zukunft? Was erwartet uns? Und viele blicken heute voll düsterer Vorahnung in die Zukunft. Was kommt da auf uns zu? Bedeutet der Klimawandel das Ende der Welt? Wird eine globale Pandemie die Menschheit auslöschen? Kommt es zu einem weltweiten Atomkrieg? Zerstört ein Asteroid die, den Planeten Erde? Und da geht es diese Menschen, die meinen, wenn ich mich noch vorbereiten würde, dann habe ich alles unter Kontrolle, dann kann das Ende kommen, aber ich werde es überleben. Man nennt diese Menschen heute Prepper. Sie haben Lebensmittelvorräte, sie haben irgendwelche Schutzbauten, Bunker, sie haben Schutzkleidung, Funkgeräte, Werkzeuge, Waffen. Sie meinen, sie können das Ende der Welt so überleben. Aber was sagt denn heute die Bibel, das Wort Gottes über das Ende der Welt? Wie können wir diese letzte Krise überleben? Heute wollen wir das Wort Gottes aufschlagen. Wir wollen dort Antworten finden. Wo stehen wir heute? Was sagt die Bibel über den Weltuntergang? Wie können wir die letzte Krise überstehen? Was bietet uns Jesus an? In einer Welt voller Untergangsstimmung, voller persönlicher Enttäuschung hat Jesus Christus eine Antwort auf alle unsere Fragen. Er verspricht dir heute ein Happy End. Jesus sagt hier in Johannes 14, die Verse 1 bis 3, in dem Wort Gottes, euer Herz, Erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Bist du heute beunruhigt? Hast du Angst? Sehnst du dich nach Frieden, nach Ruhe, Glück und Erfüllung? Jesus sagt, ich komme wieder. Hab keine Angst, mein Freund. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich werde dich mit mir nehmen, damit du dort bist, wo ich bin. Der Text geht weiter. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Ich komme wieder. Ihr steht nicht, höchstwahrscheinlich komme ich wieder. Zu so 80% werde ich wiederkommen. Ich denke, ich komme wieder. Nein, ihr sagt Jesus, ich komme wieder. Das hier, mein lieber Freund, ist keine Fiktion, das ist Realität. Das ist keine Alice im Wunderland Märchengeschichte. Das ist kein YouTube Verschwörungsvideo. Das ist hier auch keine Games of Thrones Netflix-Serie. Das hier ist Realität. Ich glaube, wir haben in den Massenmedien schon so viel Fiktion gesehen, dass wir meinen, Fiktion ist Realität. Und Realität ist Fiktion. Aber mein Freund, hier sagt Jesus Christus die Wahrheit. Ich komme wieder. Er kommt. Er möchte, dass du in der Ewigkeit für immer bei ihm bist. Die Welt, die Welt steht auf ein Ende zu. Er, Jesus Christus, kommt wieder. Immer mehr Menschen fragen sich, ja, wann kommt denn Jesus wieder? Sie stellen Zeitpunkte, Daten fest. Und vielleicht sagst du heute, habt ihr das nicht auch gemacht, ihr Christen? Da gab es nochmal diese Gruppe der Milleriten, die gesagt haben, 1844 kommt Jesus wieder. Daraus entstanden sind dann viele verschiedene Glaubensrichtungen. Ja, immer wieder in der Geschichte der Christenheit sehen wir, dass Menschen ein Datum festlegen. 1844 nach Christus ist Jesus nicht wiedergekommen. Da ist etwas anderes im Himmel passiert, aber dazu in einem anderen Vortrag mehr. Jemand anders hat gesagt, das war ein US-amerikanischer Fernsehprediger, Harold Campaign. Er sagte, Jesus würde wiederkommen im Mai 2011. Ja, und ist Jesus jetzt mitten unter uns? Ist er da? Dazu sagte er voraus, dass im Oktober 2011 das Weltende eintreffen würde. Und ist das geschehen? Nein, wohl kaum. Die Bibel sagt ganz klar: um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern alleine mein Vater. Jesus gab uns in seinem Wort die Zeichen der Zeit. Wir lesen da von dramatischen Veränderungen in Matthäus 24, von falschen Propheten und Christusen, von einer Zunahme der sexuellen Unmoral, von Gewalt, Erdbeben, Seuchen, wirtschaftliche Unsicherheit, schließlich die Verkündigung der guten Botschaft in der ganzen Welt. Jesus sagt, dann wird das Ende kommen. Wir leben, wie sich diese Zeichen der Zeit erfüllen. Das Ende der Welt ist nah Bald wird Jesus Christus wiederkommen. Es dauert nicht mehr lange. Matthäus. 24, die Verse 32 und 33. Jesus spricht dir von einem Gleichnis. Er sagt: Von einem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr das alles seht, so erkennt, dass er, was? Dass er, was steht hier? Dass er nahe vor der Tür ist. Einige Verse weiter: Darum seid auch ihr bereit bereit sein darum geht es natürlich können wir uns fragen stellen ja wie kommt denn jesus wieder aber das wichtigste ist wie kommt er für dich wieder? und wenn er dann wiederkommt wer wird jesus sehen? ein paar menschen leben da überhaupt noch menschen auf der erde. was wird sonst noch passieren bei der wiederkunft jesu? er kommt eins ist sicher aber wie kommt er hier die wahrheit über das ende der welt hier fünf Punkte über das Kommen Jesu. Nummer eins, Jesus Christus kommt wirklich, tatsächlich, buchstäblich wieder. Da gibt es Menschen, die meinen, ah, Jesus kommt irgendwie so in Frieden in meinem Herzen wieder und ich habe da so ein tolles Gefühl, aber Jesus kommt buchstäblich, tatsächlich in den Wolken des Himmels wieder. Hier, Lukas Kapitel 17, Vers 24. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es so offensichtlich sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende bis zum anderen erhält. Die Bibel sagt, das Kommen Jesu ist real. Er kam ein erstes Mal, er wird ein zweites Mal wiederkommen. Die Wiederkunft Jesu ist ein buchstäbliches Ereignis. Jesus warnt es in seinem Wort in Matthäus 24, dass da falsche Christusse und Propheten auftreten werden. Mehr noch, in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Lesen wir, dass Satan sich selber als ein Engel des Lichts verstellt. Ist es möglich, dass Satan die Wiederkunft Jesu imitiert, dass Satan sagt, ich bin Jesus, und dass Satan dann so aussehen wird wie dieser Jesus, so wie wir meinen, dieses Aussehen, das er trägt, wie er dargestellt wird in den Kinderbibeln, in den Filmhäusern? Was wäre, wenn dieser falsche Messias, der falsche Jesus wiederkommt? Was wäre, wenn dieser falsche Christus ein großes Stadion in Stuttgart, München oder Berlin füllen würde. Was wäre, wenn da tausende von Menschen kommen würden und dieses leuchtend schöne Wesen erscheinen wird, schweben wird, die Erde betreten wird und sagen wird, ich bin der Messias. Was wäre, wenn er blinde sehen machen würde, krebskranke gesund? Was wäre, wenn die lahmen Menschen ihre Rollstühle wegwerfen würden, auf einmal springen? Was wäre, wenn dieser dieses Wesen sagt, ich bin der Messias? Würdest du in dieses Stadion gehen? Warum nicht? Angenommen, du weißt nicht, wie Jesus kommen würde, würdest du dann gehen? Hm, vielleicht, oder? Die Bibel sagt, aber wenn er in der Wüste ist, so geht nicht in die Wüste. Wenn er in einem Haus ist, dann gehe da nicht hin. Kann denn der Teufel Wunder tun? Ja, na klar. Matthäus 7, Verse 22 und 23. Da sagt das Wort Gottes, es wird Menschen geben, die haben in seinen Namen geweissagt die haben in seinem seinen Namen Dämonen ausgetrieben, in seinem Namen viele Wundertaten getan. Und doch wird Jesus ihnen sagen: Weicht von mir, ich kenne Euch nicht, ihr Gesetzlosen. Offenbarung 13, Vers 13. Und es hier geht es um die dämonische satanische Kraft. Satan tut große Zeichen, sodass er sogar Feuer vom Himmel auf der Erde herabfällen lässt, vor den Menschen. Wie? Ja, wie können wir den Falschen von dem echten Christus unterscheiden, nur indem wir wissen, wie der echte Jesus wiederkommen wird? Nachdem Jesus auf der Erde war, in den Himmel wieder hinaufstieg, sahen die Jünger, wie er dort emporgehoben wurde. Hier Apostelgeschichte 1 Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wie wiederkommen? Was sagt der Text? In der selben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wie ist Jesus in den Himmel? gekommen. Einmal haben ihn Engel begleitet. So werden auch Engel Jesus begleiten, wenn er kommt. Einmal hat er einen verherrlichten Körper gehabt, so wird er auch wiederkommen, einen verherrlichten Körper. Er ist mit den Wolken in den Himmel aufgehoben worden, so wird er auch mit den Wolken wiederkommen. Jesus wird keine fliegende Untertasse mit Aliens hier auf die Erde senden, um dann seine Auserwählten hoch zu beamen. Nein, Jesus kommt tatsächlich buchstäblich real wieder. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei, Jesus kommt wie wieder sichtbar. Was bedeutet das? Jedes Auge wird ihn sehen. Offenbarung 1 Vers 7, lesen wir gemeinsam. Siehe, er kommt mit dem Wolken und einige Augen werden ihn sehen. Danke, dass du mich korrigierst hier, dass du hier bei dem Video dabei bist. Und ich mache ja auch immer Fehler. Also was sagt der Text der Offenbarung 1 Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Du, eine kurze Randnotiz, ich mache mal eine Klammer auf. Alles, was du hörst, egal wer auch immer das sagt, prüfe das mit dem Wort Gottes. Das ist so entscheidend. Es gibt heute so viele Videos im Internet. Prüfe alles mit dem Wort Gottes und behalte das Gute, was das Wort Gottes sagt. Klammern zu. Wie viele werden ihn sehen? Je des Auge. Offenbarung 1, Vers 7. Jugendliche. Alte Menschen, reiche und arme, gebildete, ungebildete, Atheisten, Gläubige, Südamerika, Afrika, China, Australien, Europa, die ganze Welt wird Jesus Christus bei seiner Wiederkunft sehen. Was wird das für ein wunderbarer Tag sein? Die Erde wird beben, Blitze werden zucken, die Posaune Gottes wird erscheinen und wir sehen Jesus. Alles, wonach wir uns immer gesehnt haben, wird sich dann erfüllen. Jesus ist die Erfüllung unserer Träume. Jesus ist die Antwort auf unsere Hoffnung. Wir sehen ihn in unsere Herzen schlagen immer schneller. Wir freuen uns endlich, kommt er unser großer Freund und wir können ihn umarmen, eine Ewigkeit bei ihm sein. Dieser Tag wird kommen. Verpasse ihn nicht. Bereite dich auf das Kommen Jesu vor. Wie kommt Jesus wieder? Punkt Nummer eins: Er kommt buchstäblich. Zweitens: Sichtbar. Er kommt. Punkt Nummer drei: Er kommt hörbar wieder. Was heißt hörbar? Jedes Ohr wird ihn hören. Hast du schon einmal versucht, bei einem ohrenbetäubenden Gewitter durchzuschlafen? Also ein Gewitter, was direkt über dein Haus zieht? Schwierig, oder? Wirst du die Wiederkunft Jesu verschlafen können? Offenbarung 16, die Verse 18 und 20. Und es geschahen Blitze und Stimme und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seitdem Menschen auf der Erde sind. Alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Denn der Herr selbst wird mit dem lauten Befehl, unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Er wird mit einem Was herabkommen vom Himmel? Mit einem lauten Befehl, oder? Mit einem wirklich lauten Befehl wird er herabkommen. Solltest du jetzt eingeschlafen sein bei dem Video? Bist du vielleicht jetzt wieder live mit dabei? Er wird mit einem wirklich lauten Befehl wiederkommen. Was ist laut? Ich habe früher mal nicht Trompete, aber Tenorhorn und Tuba gespielt. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, das war keine gute Idee von mir, bei einem meiner Freunde, der auch in diesem Bläserchor war, von hinten mich zu nähern mit so einem Tenorhorn, beziehungsweise mit einer Tuba, und habe ihn dann, er hat es nicht gesehen, von hinten dann dieses Tenorhorn mal über den Kopf gehalten und dann mal so richtig. Reingeblasen in mein Instrument. Er hat sich natürlich fürchterlich erschreckt und so ein Instrument hat eine unglaubliche Lautstärke. Aber wie laut wird es erst sein, wenn Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels? Wow! Ein jeder Mensch wird ihn hören. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Stell dir das einmal vor: zu dieser Mutter, die gestorben ist, sagt Jesus Ingrid, komm heraus. Und sie steigt aus ihrem Grab in all ihrer Schönheit. Zu diesem Vater, der gestorben ist, sagt Jesus, Peter, komm heraus. Zu diesem Sohn, den du in das Grab gelegt hast, als er im Alter von sieben Jahren aufgrund von Leukämie gestorben ist, sagt Jesus, komm heraus. Luca kommt dir entgegen. Dein Kind, das du durch einen Verkehrsunfall vielleicht viel zu früh beerdigen musstest. Vielleicht, mein lieber Freund, vielleicht bist du vor einigen Jahren in den Ruhestand getreten. Du hast dich gefreut, endlich bist du fertig mit der Arbeit, du wolltest dich einfach nur noch ein bisschen entspannen, du hast dein Haus abbezahlt und jetzt hast du mit deiner Frau so viele Jahre noch vor dir. Aber deine Frau ist plötzlich unerwartet mit einem Herzinfarkt gestorben und jetzt schaukelst du alleine in deinem Schaukelstuhl und du fühlst dich so unendlich einsam, du fragst dich, warum das alles. Meine Frau ist gegangen, sagst du, jetzt hat das Leben keinen Sinn mehr. Eines Tages wirst du deine Frau wiedersehen, du wirst wieder umarmen können, sie wird wieder bei dir sein, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Alle Menschen, die sich für ihn entschieden haben, die den Weg mit ihm gehen, die gläubig, gehorsam bis zu Ende sind, die werden, auch, werden bei der, wenn, der, wenn Jesus Christus wiederkommt, auferweckt werden aus ihren Gräbern. Die Bibel sagt weiter, und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um den Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Das habe ich eine wichtige Frage an dich. Was steht hier im Text? Also, wird Jesus Christus die Erde betreten? Ja oder nein? Ich meine, wenn er wiederkommt, wird er dann auf der Erde herumwandern oder nicht? Nein, was sagt der Text? Jesus wird auf den Wolken sein und wir werden ihm entgegengehoben werden in die Luft, und um bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Der Fake Jesus, also der Jesus, der letztendlich nicht der Echte ist, Satan wird ja die Wiederkunft Jesu imitieren, der wird die Erde betreten. Und das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Jesus wird die Erde nicht betreten bei seinem Kommen. Wir werden dann sehen, wie die toten Gläubigen auferstehen werden, mit neuen Körpern dort, aus ihren Gräbern hervorkommen. Und ich stelle mir das so vor, plopp, geht ein Grab auf. Ein nächstes, plopp, 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 plopp. Plopp, plopp, überall öffnen sich die Gräber. Die Menschen kommen aus den Kerkern, aus den Grotten, aus den Höhlen, aus den, aus den Friedhöfen, aus den Wäldern, aus den Tiefen des Meeres empor. Sie bekommen neue unsterbliche Körper. Auch wir werden auf einmal, huck, boom, verwandelt werden und einen neuen, unverweslichen Körper von Jesus erhalten. Angenommen, du lebst ohne Jesus. Angenommen, du hast dich von Jesus entfernt. Dein Ehemann ist auferstanden. Und er schaut sich die Menschenmenge an und er sucht dich. Aber du bist nicht da. Dein Sohn ist auferstanden und er schaut sich die Menschenmenge an und sieht nicht seinen Papa. Und Jesus muss ihm erklären, sorry, ich wollte deinen Vater in den Himmel bringen, aber er hat sich gegen mich entschieden. Er würde hier nicht glücklich mit uns sein. Was wäre das für eine Lehre in dem Herzen deiner Liebsten, wenn du nicht da bist? Was wäre das für eine Lehre in dem Herzen von Jesus, wenn du nicht da bist? Es gibt nichts auf der Welt, mein Freund, nichts, absolut gar nichts, was wichtiger als Jesus ist. Dafür leben wir, dafür schlägt unser Herz. Deswegen existierst du, um eines Tages in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Wenn Jesus nicht kommt, dann wäre alles umsonst. Aber wenn er kommt und er wird kommen, dann gibt es ein großes Wiedersehen. Wir werden nie wieder getrennt sein von den Menschen, die wir lieben. Wie lange werden wir beim Herrn sein? Für immer, für alle Ewigkeit. Zusammen mit unseren Freunden, unserer Nachbarn, die mit Jesus gelebt haben, unserer Familie, mit unseren Liebsten werden für alle Ewigkeit in seiner Gegenwart sein. 1. Korinther 15, Vers 52. Beim Klang der Posaune Gottes werden die Toten wie auferstehen. Mit welchem Körper? Mit einem unvergänglichen Körper. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Wenn wir sterben, ist das so wie mit einem Schlaf. Der Tod ist nur ein kurzer Augenblick, ein Getrenntsein, ein Augenzwinkern. Wurdest du schon einmal unter Vollnarkose operiert? Wie war das für dich? Bei einer Vollnarkose dauert es meistens nur eine Minute, bis das Bewusstsein ausgeschaltet wird. Wenn du aus der Narkose aufwachst, gibt es diese typische Erinnerungslücke. Das heißt anders als beim normalen Schlaf weißt du nicht mehr, was wirklich passiert ist und du hast das Gefühl, hm, die Zeit die ist ja gar nicht vergangen. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? So eine Vollnarkose? Da wird auch der Tod nur ein kurzer Augenblick sein. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du direkt nach deinem Tod als nächstes das Kommen Jesu erleben. Somit brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tod, oder? Selbst wenn ich jetzt, heute sterben würde, ich brauche keine Angst haben. Denn das nächste ist, was nach dem Tod? Ich schaue direkt in die Augen Jesu, weil ich mit ihm gelebt habe, weil er für mich gestorben ist und ich dann endlich in der Ewigkeit in dem Land des Glücks sein werde. Der Bibeltext geht weiter. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Mein Körper ist vergänglich. Man sagt so, dass, die, dass der Körper so zwischen 25 und 30 Jahren sein Maximum erreicht an Leistungsfähigkeit. Ich, meine, ich bin jetzt schon oder erst 34 Jahre alt. Vor einiger Zeit kam meine Frau zu mir und sagte, Daniel, ähm, du ähm, ich sehe, du hast da äh, graue Haare. Ich dachte mir, wie das kann doch nicht sein? Graue Haare? Nee, ich doch nicht. Und ich habe nachgeguckt und tatsächlich, ich habe graue Haare. Ich fange an, alt zu werden. Das ist normal. Das ist bei jedem von uns so. Wir müssen eines Tages sterben. Aber Jesus sagt, ich komme wieder, ich werde dir neues Leben geben. Einen unvergänglichen, einen unverweslichen, einen unsterblichen Körper. Jesus, Herr kommt. Die toten Gläubigen werden auferstehen. Sie erhalten neue. Unverwesliche Körper. Sie werden in den Himmel mit aufgenommen werden. Wir, die wir noch leben, erhalten auch neue, unsterbliche Körper und es gibt dann kein Altern mehr, keine Krankheit, kein Schmerz, keine Depression, keine Einsamkeit, keine Angst, Hass, Zorn, Sorgen, innerliche Leere. Das Altern. All das ist vorbei. Sünde, Teufel, Tod gibt es nicht mehr. Halleluja. Was für ein Tag. Er kommt. Mein lieber Freund, verpasst nicht die Ewigkeit. Jesus liebt dich. Er hat alles für dich getan und er will, dass du bei ihm bist. Ein Pastor, ein Kollege von mir, bekam eines Tages einen Telefonanruf aus einem Krankenhaus. Hallo, hallo, sind Sie Pastor Mark? fragte eine Krankenschwester am Telefon. Ja, 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 das bin ich. Warum rufen Sie an? Daraufhin die Krankenschwester, hier ist etwas Schreckliches gerade passiert. Hier kam jemand hineingerannt, eine junge Babysitterin, die hielt ein sechsmonatiges altes Baby in den Händen. Sie rannte mit diesem Baby, das blau angelaufen ist, hier in unser Krankenhaus. Das Baby hatte aufgehört zu atmen. Es war tot. Die Babysitterin war hysterisch. Sie legte das Baby einfach nur noch hier ab und sagte: Rufen Sie, rufen Sie Pastor Mark an. Und sie gab uns dann noch ihre Kontaktdaten. Hier sind wir. Ich frage Sie: Kennen Sie die Familie von diesem Baby? Pastor Mark. Erinnerte sich an diese Familie und sagte: Klar, ich habe sie besucht, ich habe mit ihnen gemeinsam das Wort Gottes studiert, wir haben gemeinsam gebetet. Ich, ich werde diese Familie besuchen, ich werde da jetzt hinfahren. Und so stieg der Pastor in ein Auto, fuhr so schnell es ging dorthin und er kam an. Er wollte einfach da sein in diesem schrecklichen Leid. Eine Tragödie. Das Baby war tot. Diese Worte hörte er, als er in das Haus hineinging. Da spielten zwei Kinder im Dreck und immer wieder wiederholten sie. Diese Worte: Das Baby ist tot. Das Baby ist tot. In dem Haus saß die Mutter von dem verstorbenen Baby. Sie war am Boden zerstört, nervlich total am Ende. Sie weinte. Sie konnte sich nicht mehr. Sie konnte nicht mehr an sich halten. Sie dachte, das war's. Da kam Pastor Mark zu ihr und versuchte irgendwie, irgendwie zu erreichen und sagte: Ich es, es tut mir so leid, was hier passiert ist. Ich kann das nicht verstehen. Und ich habe auch keine Antwort, warum Gott es zugelassen hat. Und weißt du, ich verstehe dich nicht. Du bist eine Mutter. Ich bin ein Vater. Ich habe drei gesunde Kinder. Denen geht es gut. Du hast als Mutter jetzt dein kleines Baby verloren. Da muss etwas so Schreckliches in dir vor, gerade vorgehen. Ich verstehe dich nicht. Aber es gibt jemanden, der dich versteht. Da gab es einen Vater, der hatte nur einen einzigen Sohn. Dieser Sohn wurde geschlagen, er wurde angespuckt, dieser Sohn wurde gefoltert. Diesem Sohn wurde eine Don Dornkrone auf das Haupt gesetzt, ihm wurde mit einem Speer in die Seite gestochen, dieser Sohn starb am Kreuz und der Vater war live mit dabei. Der Vater hat unglaublich gelitten. Dieser Vater, Gott im Himmel, er versteht dich, er weiß, wie du dich gerade fühlst. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das nicht nachempfinden, aber Jesus Christus, er ist der Einzige. Der dir wirklich Frieden geben kann. Eines Tages wirst du dieses Baby wiedersehen, sagte der Pastor zu der Mutter. Du wirst dieses kleine, liebevolle Wesen wieder in deinen Händen halten. Du wirst wieder in diese wunderschönen blauen Augen schauen können. Jesus Christus kommt wieder. 1. Thessalonicher 4, die Vers 16 und 17. Denn der Herr selbst mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, da werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern wieder auferstehen. Dein Baby wird auferstehen, dieser Tag wird kommen. Einige Wochen später, es war schon einige Zeit vergangen, da traf diese Mutter Pastor Mark wieder und sie sagte, weißt du, was mich durch die Zeit der Trauer gebracht hat? was mich überhaupt am Leben erhalten hat, was mir überhaupt geholfen hat, nicht mit meinem Leben ein Ende zu nehmen, die Hoffnung auf das Kommen Jesu. Wenn ich wissen will, dass ich mein Baby nie wiedersehen würde, dann hätte mein Leben absolut keinen Sinn, mehr, dann wäre es für immer zerstört. Aber Pastor, jedes Mal, wenn ich das Grab besuche, jedes Mal, wenn ich eine Blume dort an das Grab lege, ist das eine Blume der Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Ich glaube das. Glaubst du das auch? Er kommt. Er wird alles zu einem Happy End führen. Wenn du Atheist bist, mein Freund, welche Antwort hast du auf den Tod? Naja, was sagst du dann, wenn jemand stirbt an deinem Umfeld? Welchen Trost findet der Atheismus im Trauer? Wenn du Atheist bist, was sagst du zu deiner besten Freundin, deiner Frau? die kürzlich ihr zweijähriges Baby verloren hat, was sagst du? Naja, echt schlimm, dass du dein Baby verloren hast. Pack dein Kind in einen Babysack, die Würmer werden kommen und das auffressen. Äh, geh einfach zum Psychologen, du kommst mit über den Schmerz hinweg. Und naja, du bist ja noch eine junge Frau, vielleicht bekommst du mal ein anderes Baby. Das ist keine Lösung. Wenn du ein Atheist bist, was sagst du seinem Arbeitskollegen, dessen Frau auf dem Weg zur Arbeit gestorben ist? Was sagst du? Okay, lass uns eine Beerdigung organisieren und deine Frau in ihr Grab legen. Sag auf Wiedersehen. Die Zeit, die heilt schon alle, alle Schmerzen. Mach einfach das Beste daraus. Wird schon wieder. Jesus Christus gibt es eine echte Hoffnung. Er kommt wieder. Heute ruft er dich. Entscheide dich für mich. Nimm mich als deinen persönlichen Erlöser an. Dann bekommst du ewiges Leben. Das hier ist Realität. Das ist die Wahrheit. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus kommt wieder, er wird uns ewiges Leben schenken. Das ist echte Hoffnung. Wenn du nicht mehr weißt, mein Freund, wie es in deinem Leben weitergeht, wenn du diese Krankheit nicht mehr ertragen kannst, diese finanziellen Herausforderungen, diese Arbeitslosigkeit, diesen, diese Unruhe in dir, diesen Verlust, diesen Hass vielleicht in dir, diesen Streit, was auch immer dein Leben herunterzieht, dass einen Angehörigen verloren, den du so sehr liebst durch den Tod. Halte durch, Jesus Christus kommt wieder. Er gibt dir Kraft. Halte durch bis zum Ende. Er wird kommen. Alles zu einem happy end führen. Jedes Mal, als Pastor, muss ich das öfters machen, wenn ich bei einer Beerdigung bin. Jedes Mal, wenn ich da bin, wenn ich predige, dann weiß ich, Jesus Christus kommt bald wieder. Ist dir schon einmal aufgefallen, welche Trauersprüche auf den Trauerschleifen der Grenze bei den Beerdigungen sind? Da gibt es einmal die Nichtchristen, die Menschen, die nicht an Gott glauben. Und da steht dann ein letzter Gruß oder ich werde dich für immer vermissen. Aber was ist bei den Christen, was steht da auf den Trauerschleifen? Wir sehen uns wieder oder bis Jesus Christus wiederkommt. Da gibt es keinen letzten Gruß unter Christen. Wir sehen uns wieder. Halleluja. Jesus wird uns wieder alle vereinen. Die Wahrheit über das Ende Jesu, die Wahrheit über das Kommen Jesu. Fünf Punkte. Nummer eins. Es ist buchstäblich Nummer zwei, es ist sichtbar Nummer drei, es ist hörbar Nummer vier, es wird herrlich sein. Das ist der Höhepunkt von Zukunft Erde. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln wiederkommen, und dann wird er jedem einzelnen Vergelt nach seinem Tun. Der echte Jesus kommt in den Wolken des Himmels wieder, mit Macht und Herrlichkeit. Er wird die Toten auferwecken, Satan kann nicht die Toten auferwecken. Das kann alleine Jesus Christus. Das liegt nur in seiner Macht wir werden ihn sehen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am himmel und dann werden wehklagen alle geschlechter auf erden und werden sehen den menschensohn kommen auf den wolken des himmels mit großer kraft und herrlichkeit mein freund ich glaube die welt hat absolut keine ahnung was sie erwartet jesus kommt wieder alle werden ihn sehen alle werden ihn hören er kommt in macht und herrlichkeit das ist der Zug, das ist der höhepunkt von zukunft erde er Kommt. Punkt 5 von 5, er kommt buchstäblich, sichtbar, hörbar, herrlich, das ist der Höhepunkt von Zukunft Erde. Die Bibel sagt, ich komme bald um meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Was ist, wie sein Werk sein wird. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann gibt es keine zweite Chance. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, aber ich glaube, Gott ist doch ein Gott der Liebe, so verstehe ich das. Und dann sagst du, kann ich Gott am Ende allen nochmal eine zweite Chance geben? Stopp, einmal kurz anhalten, das stimmt nicht, das ist so nicht richtig. Erstmal, weil das die Bibel nicht lehrt. Und zweitens, Jesus Christus gibt mir jeden Tag eine Chance, ja zu ihm zu sagen. Er gibt mir nicht nur eine, es gibt, er gibt mir hunderte, tausende, unzählige Chancen, ja zu sagen. Jedes Mal, wenn ich atme, wenn ich Luft. Ein und ausatme, gebe es mir eine Chance, ja zu ihm zu sagen. Jesus muss mir dann keine Chance mehr geben. Hier und heute kann ich ja zu ihm sagen. Wenn du dir dieses Video gerade anschaust, warum du bist, woher auch du immer kommst, was du immer auch erlebt hast in deinem Leben, Jesus ruft dich, er möchte, dass du ja zu ihm sagst. Sag ja. Entscheide dich für ihn. Er wird dein Leben neu machen, zu einem echten happy end führen. Wenn Jesus kommt gibt es nur zwei Gruppen, die Erlösten und die Verlorenen. Die einen haben die Liebe Jesu angenommen, die anderen haben die Liebe Jesu verworfen. Die Gerechten schauen auf Jesus und sagen, endlich, da kommt er, auf ihn haben wir gewartet. Die Verlorenen schauen auf Jesus und schreien voller Angst. Sie wollen lieber sterben, als Jesus zu begegnen. Die Bibel beschreibt es so, und der König der Könige und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich wo? In den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbeugt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Zwei Klassen, zwei Gruppen. Die einen freuen sich auf die Wiederkunft Jesu, die anderen haben Angst, voller Panik und Furcht. Schreien sie zu den Felsen: Begrabt uns, tötet uns, wir können nicht diesen Jesus direkt ins Angesicht schauen. Warum? Nimm eine Kerze und stell sie in die Sonne. Die Kerze schmilzt. Nimm Ton und stell es in die Sonne. Was passiert? Es wird härter. Die gleiche Sonne, der Wachs schmilzt. Die gleiche Sonne, der Ton wird härter. Der gleiche Jesus. Zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat ewiges Leben, ewige Freude schon in sich. Da kommt die Erlöser. Die andere Gruppe hat den ewigen Tod schon in sich. Sie hassen Jesus. Und sie wollen lieber vergehen, als Jesus Christus live zu sehen. Die einen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, die anderen sind erfüllt mit Dämonen. Die einen dienen Gott, die anderen dienen Satan. Die einen sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, die anderen sagen, wir sind das Wort Gottes, unser Verstand ist richtig. Am Ende gibt es nur Leben oder Tod, alles oder nichts. Mein Freund, wo willst du da sein? Auf welcher Seite? Der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Die Antwort auf die Frage ist, diejenigen werden bestehen können, die die feuerfeste Kleidung Jesu haben. Wenn wir zu Jesus kommen, dann schenkt er uns seinen heiligen Charakter. Wenn wir sündigen, wenn wir fallen, wenn wir auf Vergebung bitten, siehe 1. Johannes 1, Vers 9, dann bekommen wir eine echte Vergebung, eine Reinigung. Wir bekommen den heiligen Charakter Jesu. Wir haben Frieden mit Gott. Nur er kann das machen. Aus eigener Kraft ist das unmöglich. Komm zu Jesus, er wird dir vergeben, einen Neuanfang schenken. Vielleicht fragst du dich ja, was ist denn der Unterschied zwischen den Erlösten und den Verlorenen? Was heißt denn Erlöst zu sein? Erlöst sein meint Jesus, ich möchte dir dienen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, da soll nichts zwischen mir und dir stehen. Verloren sein bedeutet Jesus, ich möchte mein eigenes Leben führen. Ich möchte tun, was ich gef mir gefällt. Ich möchte gerne mein Chef sein. Warte mal, ich sage dir vielleicht, hm, was ist denn mit der Geheimentrückung? Ähm, wie wird denn das stattfinden? Was sagt die Bibel dazu? Aber wenn jedes Auge und jedes Ohr ein Hören wird, ist das dann geheim? Das ist kein leises Event, kein unsichtbares Event. Die Bibel lehrt an keiner Stelle eine geheime Entrückung. Wir werden Jesus kommen sehen in Macht und Herrlichkeit. Aber jetzt sagst du vielleicht, wie ist das mit Christi kommen? Ich meine, wie ein Dieb, das haben wir doch auch in Matthäus 24, Vers 43, oder? Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nacht der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Jesus kommt hier schnell, plötzlich und unerwartet. Ein Dieb kündigt seinen Einbruch ja nicht an und sagt, ähm, übrigens, ich komme morgen um 19 Uhr und werde dann dein Haus leer räumen. Nein, nein. Das Kommen wie ein Dieb, was sich auf Jesus bezieht, meint nicht die Art, sondern die Zeit seines Komms. Für einige Menschen wird das Kommen Jesu sehr plötzlich sein. Ich habe einmal folgende Geschichte gehört. Da zog eine Familie nach Toronto in Kanada. Sie stellten ihren Grill im Garten auf. Am nächsten Tag gingen sie einkaufen. Als sie wieder von ihrem Einkauf zurückkamen, da sahen sie, ihr Grill war weg und sie waren wütend. Zwei Tage später... Da sahen Sie, dass Ihr Grill wieder an Ort und Stelle da war, mit einer kleinen Notiz. Und auf dieser Notiz stand es, herzlich willkommen in unserer Nachbarschaft. Wir hatten eine Grillparty und haben unseren Grill aus, Ihren Grill ausgeliehen. Naja, wir haben ihn einfach dringend benötigt. Falls wir Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet haben, schenken wir Ihnen zwei Eintrittskarten für ein Konzert morgen Abend in der Stadtmitte von Toronto. Jetzt nicht schneller denken, als wie ich hier erzähle. Auf jeden Fall... Die Diebe kamen dann und räumten, wann? Als das Ehepaar hier bei dem Konzert war, ihr gesamtes Haus aus. Die Eintrittskarten, das waren Grüße von den Dieben. Christi Wiederkunft wird dann stattfinden, wenn wir sie nicht erwarten. Die Welt hat keine Ahnung, was passieren wird. Männer und Frauen sind total unvorbereitet. Jesus kommt. Gib diese Botschaft der guten Hoffnung weiter. Like das Video, kommentiere es, gib es einfach weiter deine Freunde. Teile es auf Facebook, wo auch immer, Instagram, WhatsApp, damit die Menschen vorbereitet werden auf das Kommen Jesu. Matthäus 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt wann? Zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Bist du bereit für das Kommen Jesu? Wie ist das möglich? Indem du Ja zu ihm sagst. Die Bibel aber sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel. Mit Krachen vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze sich auflösen und die Hitze und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Alles wird wie ein gewaltiger Feuerofen am Brennen sein. Vielleicht stellst du jetzt die Frage, aber was ist denn mit dem Text? Da gibt es doch diesen Text in der Bibel, wo zwei auf dem Feld sind, der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen, oder? Richtig. Jesus geht sogar noch weiter und sagt: In dieser Nacht werden zwei auf einem Bett sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander malen, also arbeiten. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Worum geht es hier? In anderen Worten, mit Jesus Christus wiederkommen wird es nur wie viele Gruppen geben? Zwei Gruppen. Die Menschen, die zurückgelassen werden und die genommen werden. Da werden welche vernichtet und einige werden in das Reich Gottes aufsteigen. Hier, Lukas 17, Vers 36. Zwei werden auf dem Felde sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei Gruppen. Die Bibel ist ganz klar, es gab schon immer zwei Gruppen. Mein Freund, wenn du das Wort Gottes aufrichtig studierst, wirst du sehen, es gab schon immer zwei Gruppen in der Bibel. Da gab es diese beiden Gruppen bei direkt die Kinder von Adam und Eva, oder? Da haben wir Kain und Abel, da haben wir die Zeit Noahs, da haben wir den Vergleich in Lukas 17 Vers 26, wie es in den Tagen Noahs so ging. Es gab zwei Gruppen. Die einen waren in der Arche, die waren erlöst. Die anderen waren außerhalb der Arche, die sind verloren gegangen. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Wieder zwei Gruppen. Die einen haben auf Gott gehört, sind aus der Stadt gegangen, wurden erlöst. Die anderen waren in der Stadt, sie wurden vernichtet. In den Tagen Adam und Ephes gab es zwei Gruppen. In den Tagen Noahs, in den Tagen Lots durch die ganze Bibel hindurch bis zum Ende wird es nur noch zwei Gruppen geben: die Erlösten und die Verlorenen. Die einen freuen sich, die anderen haben tierische Angst. Zwei Gruppen. Auf welcher Seite willst du sein? Alles oder nichts? Ewiges Leben oder ewigen Tod? Wem möchtest du dienen? Jesus oder Satan? Heute sagen viele, es gibt vielleicht auch drei Gruppen, ich bin irgendwo in der Mitte, so hin und her gerissen. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Du kannst ja auch nicht nur ein wenig schwanger sein, oder? Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. So ist es auch mit Gott. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist kein Kind Gottes. Gott möchte, dass du sein Kind bist dass du ganz zu 100% auf seiner Seite bist. Er sagt in seinem Wort, wenn ich mit mir ist, der ist gegen mich. Bist du heute mit oder bist du heute gegen Jesus? Entscheide dich für ihn. Dann, wenn Jesus wiederkommen wird, wird es keine zweite Chance mehr geben. Dann ist das Schicksal von einem jeden Menschen entschieden. Heute, jetzt der Zeitpunkt, um ernst mit Jesus zu machen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn Gott dich anspricht, wenn du ihn jetzt hörst, wie er... Dich ruft und sagt, mein Kind, komm in meine Arme, entscheide dich für mich, dann sagt doch Ja zu ihm. Warte nicht auf einen besseren Zeitpunkt. Vielleicht wird dieser Zeitpunkt niemals kommen. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt Ja, verstockt eure Herzen nicht. So fordert uns Gott auf. Da war eine Veranstaltung wie diese hier, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Und an diesem Abend machte der Redner einen Aufruf. Er forderte am Ende die Menschen auf, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und er sagte, eine Form der Entscheidung ist eine Feedbackkarte. Und er teilte diese Feedbackkarte den Menschen aus, beziehungsweise seine Helfer. Und die versammelte Masse bekamen dann diese Feedbackkarten in ihre Hände und konnten dann eine Box, also eine Linie, einen Punkt ankreuzen. Und die erste Box war, der erste Punkt war, ich glaube, dass Jesus Christus buchstäblich, persönlich, sichtbar, hör, hörbar wiederkommt. Die zweite Entscheidung, also der zweite Punkt, den man auch ankreuzen konnte, das war, ich möchte bereit sein für das Kommen Jesu. Schließlich gab es noch eine dritte Option, da ging es dann darum, ich möchte gerne getauft werden. Der Pastor, der Redner ging mit den Menschen durch diese Feedbackkarte, erklärte ihnen diese drei Optionen. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu, ich möchte gerne ähm, bereit sein auf das Kommen Jesu und drittens, ich möchte gerne getauft werden. Unter den Zuhörern war ein junger Mann. Dieser junge Mann machte gerade in seinem Leben die Hölle durch. Er hatte große Herausforderungen, weil er mit Drogen dealte. Der junge Mann hatte unglaubliche Schulden bei einem der mächtigsten Drogenbosse und er hatte keine Ahnung, wie er das Geld zurückzahlen sollte. Und er wusste, der Drogenboss würde das Geld wieder einfordern. Der junge Mann wusste auch, dass das mit dem Drogendeal nicht richtig ist. Und er kämpfte auch in seinem Herzen. Er überlegte sich, möchte ich auf das Kommen Jesu vorbereitet sein, möchte ich zu der Gruppe gehören, die ihm treu ist, da muss ich aber auch meinen Drogendeal aufgeben, ich muss aus der Drogenszene aussteigen. Und an diesem Abend, da nahm er diesen Stift in seiner Hand und kreuzte Punkt Nummer zwei ein, ich möchte gerne vorbereitet sein auf das Kommen Jesu. Schließlich nach einigem Hin und Her, nach diesem Zögern, nach diesem großen Kampf in seinem Herzen, da mit zittriger Hand kreuzte er auch die dritte Option an, ich möchte mich taufen lassen. Diese Feedbackkarte gab der junge Mann nicht ab, sondern behielt sie für sich. Er wollte sie gerne seinem Bruder zeigen. Er ging aus der Veranstaltung, da war sein Bruder, er zeigte ihm diese Feedbackkarte, der war überglücklich. Und der Bruder bemerkte, dass in diesem jungen Mann etwas geschehen war. Da war Friede, Glück, Erfüllung, echte Freiheit auf einmal in seinem Leben. Der junge Mann vor nach Hause wollte seiner Frau. Von dieser Entscheidung mitteilen. Da stand er direkt vor der Wohnungstür. Er wollte gerade hineingehen, als er von hinten ein Geräusch vernahm. Dieses Geräusch wurde immer lauter. Er drehte sich um, der junge Mann, und sah, dass einer seiner Drogenkuriere direkt mit einer Pistole auf ihn zeigte. Der Tag der Abrechnung war gekommen. So schaute der junge Mann in die Mündung der Pistole. Der Drogenkurier drückte ab: Peng, peng. Der junge Mann, der sich an diesem Abend für jedes entschieden hatte, der die Feedbackkarte noch bei sich hatte, wurde kaltblütig erschossen. Er starb dort an Ort und Stelle. Seine Frau, aufgeschreckt durch das laute Geräusch, kam herausgerannt und nun umarmte sie, voller Tränen, voller Angst. Sie war zusammengebrochen, junge Frau, da umarmte sie ihren, ihren jung verstorbenen Mann. Jetzt war das noch ein lebloser Körper. Der Atem war von ihm gegangen. Die Beerdigung des jungen Mannes folgte einige Tage später. Zu der Beerdigung kamen viele Menschen, natürlich seine Nachbarn, seine Familie, aber viele auch aus der Drogenszene, auch viele, mit denen er zusammengearbeitet hatte. Und an diesem Tag der Beerdigung da ging die Mutter des jetzt verstorbenen Mannes nach vorne und sie hatte etwas in ihren Händen. Das war diese Feedbackkarte, diese Entscheidungskarte. Und sie sagte: Hier, meine Freunde, hier, mein Sohn, dieser junge Mann, der erschossen wurde. Er hat sich für Jesus Christus entschieden an diesem Abend, kurz bevor er gestorben ist. Hier hat er Punkt Nummer 2 angekreuzt. Er hat gesagt, er möchte vorbereitet sein auf das Kommen Jesu. Er hat Punkt Nummer 3 angekreuzt. Er hat gesagt, ich möchte getauft werden. Hier ist diese Feedbackkarte. Hier ist der Beweis dafür. Ich werde meinen Sohn wiedersehen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Sehr bald. Und ich werde meinen Sohn umarmen können. Und ich werde eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Jesus, komm wieder. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Die Mutter zitierte diesen Text dort vor der versammelten Menschenmenge. Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch übrig geblieben sind und leben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zu begegnen mit dem Herrn, in die Luft. Sonst werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Die Mutter forderte die Menschenmenge auf: Entscheidet euch für Jesus dann wird am Ende alles gut. Mein Freund, ich weiß nicht, was du heute durchmachst, womit du gerade kämpfst, was gerade deine Probleme sind. Wie ist es heute Abend mit dir und Jesus? Vielleicht suchst du vergeblich nach einem Happy End und du meinst, wenn du dieses erlebst, wenn du dieses fühlst, wenn du dieses hast, dann geht es dir endlich gut. Aber du wirst nie ein Happy End auf dieser Erde erleben. Dieses Streben nach Glück ist sinnlos. Aber wenn wir in die Hände Gottes uns begeben, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte gerne dein Kind sein, dann wird er uns seinen Frieden geben. In Johannes 14, Vers 27 lesen wir, nicht das, was die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Willst du heute diesen Frieden Jesu haben? Jesus sagt uns zu seinem Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du sagst, ich möchte gerne dieses ewige Leben haben, wird er dir das schenken. Er wird alles neu machen und nur er wird dir ein happy end geben. Möchtest du in diesem Moment dich persönlich vorbereiten auf das Kommen Jesu? Ist das dein Wunsch, zu der Gruppe zu gehören, die erlöst sind, die freudig voller Erwartung, mit Tränenfreuden Jesus Christus persönlich sehen, wenn er kommt? Wenn du heute diese Entscheidung für Jesus treffen willst, wenn du heute sagst, ich möchte gerne Freude, Friede, Geborgenheit, Sicherheit, Glück, Gesundheit, ewiges Leben, ich möchte das gerne haben. Dann sagt es doch Jesus, hier und jetzt. Entscheide dich für ihn. Er wird am Ende alles gut machen. Willst du so ein happy end? Dann sag ja zu ihm. Er, nur er kann und wird am Ende alles perfekt machen. Ist das dein Wunsch? Sag ihm das. Hier, direkt nach dem Video. Ich möchte gerne noch mit dir beten und diese Entscheidung, die du getroffen hast, in diesem Moment Jesus geben. Wollen wir das gemeinsam tun? Beten wir. Herr Jesus Christus, wenn du kommst, wird dir noch eine Sache zählen, dann geht es darum, ob wir dich kennen. Wir möchten gerne in diesem Moment uns ganz für dich entscheiden. Wir wollen dir gerne alles geben. Herr, wenn irgendetwas zwischen uns steht, ob das vielleicht eine Sünde ist, eine Gewohnheit, vielleicht auch irgendeine neutrale Sache, nimm das weg. Wir wollen dir nicht zu 80, nicht zu 90, sondern zu 100 Prozent gehören. Wir möchten deine Kinder sein. Und danke, dass du uns Frieden gibst. Danke, dass wir gerecht sind in deinen Augen. Und du uns Gott so ansiehst, als ob wir nie gesündigt haben, weil Jesus für uns gestorben ist und weil wir in diesem Moment ganz zu Jesus zu dir kommen, um neues Leben zu erhalten. Danke, dass du uns segnest, dass du uns veränderst. Danke, dass wir diese Sicherheit, diesen Frieden, diese, diese dieses absolute Gewissheit haben, dass wir eines Tages in deinem Reich Gottes sind, weil wir uns für dich entschieden haben, weil du, Herr Jesus, für alle unsere Sünden am Kreuz gestorben bist und weil du uns heiligst und uns veränderst. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Zukunft Erde geht weiter. Das nächste Thema ist das Leben nach dem Tod. Die unglaubliche Wahrheit über unsere letzte Reise. Ja, wohin geht es, wenn wir sterben? Was passiert danach? Und vor allem, wie geht das Leben dann wirklich weiter? Verpasst das nächste Thema nicht. Ich freue mich auf dich. Bis dann.